So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir machen weiter. Mit Maggie. Mit ihr fehlt noch das Lamp, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig. Und der Boss Rush. Ne, Boss Rush haben wir. Lamp fehlt noch. Fehlt denn sonst noch? Also uns fehlen noch... Ja gut... hier Dogma, Hash und Delirium. Und Mother. Alles klar. Gehen wir an. Ihr werdet mich heute ein paar Mal husten hören. Ich bin ja gerade noch auf dem Weg der Besserung. Also ich bin noch nicht wieder 100% fit. Das sage ich euch gleich. Ihr habt es ja mitbekommen wahrscheinlich, dass ich jetzt ganz, ganz viele Ausfälle hatte. Zum einen wegen dem Jahresrückblick, der ja viel, viel von meiner Zeit gefressen hat, wobei ich dann nicht mehr so viel aufnehmen konnte, gerade gegen Ende. Und ja, dann bin ich direkt zum neuen Jahr krank geworden. Muss man auch erstmal schaffen. So beginnt man das neue Jahr richtig. Einfach mal schön, ich weiß nicht, was es ist. Erkältung, Grippe, irgendwas. So wie sich das gehört. So richtig kacke. Nee, es ging mir echt nicht gut. Und ich bin unheimlich froh, dass ich das jetzt weitestgehend hinter mir habe. Also, es ist wirklich fast gar nichts mehr. Ich habe jetzt noch ein bisschen Husten. Ich habe heute gemessen. Meine Temperatur ist wieder im Normalbereich vollständig. Ich kann mich, nehme ich mal an, noch nicht wieder 100% anstrengen, weil, naja, ist ja krank immer so eine Sache. Au. Aber ich nehme mal an, ich bin ganz kurz davor, wieder 100% fit zu sein. Also, macht euch da mal keinen Kopf drum. Einen Wolf kriegt man einfach nicht kaputt. Egal, wie sehr man sich anstrengt. So, jetzt möchte ich aber nochmal zum Shop gehen. Das Item war für Trinkets, ne? Das war ein Trinket-Generator. Damit beschaffen wir uns nämlich jetzt das perfekte Trinket. Spawnt nicht direkt eins, ne. I bring Conquest ist schon mal mega. Ist aber keine XXL-Ebene. Ich finde das immer unglaublich, wenn so Burning Basement oder sowas so riesig ist. Mist, hat ihn nicht getötet. Unser Trinket. Nutz mal unser Yamaheart. Wobei es eigentlich nichts bringt. Oh Gott, hat er viel verloren. Alles hat er verloren. Okay, noch ein HP ab. Nehmen wir. Ich nehme hier draußen die Kiste mit. Nee. Wir bräuchten jetzt noch den Trinket Smelter und den Rucksack. Beides. Ja, weil dann... Ihr müsst das so sehen. Dann können wir die Dinger einschmelzen. Und können uns direkt ein neues ziehen. Das wäre einfach zu gut. Mensch, wir könnten fliegen. Oh, die Dinger fliegen aber gerade auch in die falsche Richtung, die Herzen. Immer zu den Gegnern hin, statt von ihnen weg.
Das sind jetzt aber auch nicht die geilsten Items, ne? Die wir hier haben. Wir müssen eigentlich noch einen Schlüssel finden und müssen in den Shop rein. Es hilft nichts. Würde ich mal sagen. Weil... Wir müssen entweder die Dings kriegen, die Choking Hazard oder den Smelter, den Trinket Smelter. Das sind so die Möglichkeiten, die ich sehe. Genau. Vorteil ist, sie verliert halt ihre Deal-Chance nicht. Auch wenn sie getroffen wird. Ich finde es gut, dass wir die Fliege hier jetzt um uns rumfliegen haben. Die hilft uns sehr. So, ist ein Damage up. Nee, ich möchte keinen Devil Deal. Ich möchte eher einen Angel Deal. Wobei, bei ihr ist es eigentlich egal, aber... einen Angel Deal verloren, weil ich jetzt echt das Leben verloren habe. Also so permanent das Leben. Okay, wir haben wieder Geld. Wir müssen in den Shop rein. Oh, das hat er gut gemacht. Schon wieder diese Slowdowns. Aber ich weiß zumindest, woran es liegt. Ich lade nämlich im Hintergrund noch was runter. Ein Update für ein Spiel. Ja, das muss auch ab und zu mal sein. Ab und zu braucht man mal Updates. Und freut ihr euch schon auf nächste Woche? Also, ja. Nächste Woche ist ja Monster Hunter Zeit. Ich habe schon Hoods ins Boot geholt. Wir müssen mal gucken, dass wir genug Videos aufnehmen können. Weil die gehen ja auch immer eine Stunde. Knapp. Wenn wir hier Monster Hunter machen, aber... Es muss einfach. Monster Hunter ist einfach ein zu geiles Spiel, um es nicht zu machen. Hubbubs Brain. Explosive Gedanken. Ja. Okay. Oh, der Golden... Ja, den hätte ich zuerst aufsammeln sollen. Dann hätten wir jetzt noch einen über. Ja, wir müssen sowas von in den Shop rein. Noch ein Trinket. Kann das Update aber mal fertig sein? Ich hab keinen Bock mehr auf die Slowdowns. Okay. Ja, ich nehme das Store Battery mal mit. Weil dann speichern wir jetzt mehr Strom. Dann kann ich das Item dann öfter benutzen, wenn wir einen Trinket Smelter haben. So, zumindest fürs hauptsächliche Husten konnte ich mich muten. Ich sage, ich bin noch nicht gesund. Das kommt erst noch. Und wir haben schon ein Damage abgekriegt und haben immer noch nur so wenig. Ah, habe ich ihn verfehlt. Ah. Nochmal der goldene Schlüssel. Wäre mir jetzt ein normaler lieber gewesen. So. Einmal volles Leben machen. Als Sicherheitsmaßnahme.
Dann würde ich sagen, mache ich jetzt nochmal volles Leben. Weil wir ja ein bisschen getroffen wurden. Und noch ein Damage-Up. Ja, jetzt so langsam kommen wir in den Bereich, in dem man auch von Damage reden kann. Oh Leute, ich habe mein Zwerchfell überstrapaziert. Es tut weh. Weil ich in den letzten Tagen so viel gehustet habe. Es ist richtig zum Kotzen. Und wir sehen unser Leben einfach immer noch nicht. Was soll denn der Dreck? Na, jetzt hängt es komplett. Ah, der Download ist fertig. Sehr schön. Nicht weglaufen, Herz. Ich brauche dich. Au. Eigentlich will ich sie nicht, ne? Lazarus Rex. Doch. Da ist unser Freund jetzt gerade nicht zu unserem Vorteil. Oh. Bring mich hier aber auf. Mach mich nur kaputt. Ja, weil Lazarus Rex, wenn ich sie aufsammle, ja schön, wir verwandeln uns in Lazarus. Aber ich will ja eigentlich gar nicht Lazarus sein. Ich will ja gerade mit Maggie irgendwas reißen. Und ich mache ja auch das, was mit Maggie fehlt, nicht das, was mit Lazarus fehlt. Jetzt habe ich unseren Deal wieder verkackt. Weil ich einfach in irgendwas reingelatscht bin. Spirit Heart, ja gut, dann muss ich... Stimmt, mit ihr kann man ja Spirit Hearts haben. Wir haben noch kein Spirit Heart gefunden. Diesen ganzen Kack-Run. Aber ich meine, es ist eh gleich wieder weg. Weil wir regenerieren nicht genug. Wir haben auch nicht die Fähigkeit, hier schnell zu töten. Oh, full health. Problem ist, ich sehe es ja nicht. Ja, und diese Fliegen, die machen irgendwie auch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Ich habe irgendwie erwartet, dass die ein bisschen stärker sind. Vielleicht ziehe ich mal... Nee, das will ich nicht. Vielleicht ziehe ich nochmal. Ah, die Affenpfote will ich eigentlich nicht. Bleibe ich lieber dabei. Es wäre cool, wenn wir es verschlucken könnten, aber ohne Verschlucken ist es halt alles irgendwie ein bisschen nutzlos. Okay, wir könnten Holy Mantle nehmen, der ist gut. Wir könnten das Schild nehmen, ja, wir nehmen den Holy Mantle. Und ich fordere den Engel zu einem Kampf raus. Dann machen wir aus Leben einmal voll. Da ist der Holy Mantle schon wieder zerbrochen. Ich habe das Gefühl, unser Haupt-Damage-Aspekt ist derzeit Bob's Brain.
Aber immerhin haben wir jetzt eine erhöhte Chance auf Angel Deals. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und ich könnte da hinten nochmal in den Cursed Room rein. Nach dir habe ich doch gesucht. Einmal in den Shop. Was ist das? Das ist das andere Pay-to-Play, ne? Das hatte ich noch nicht. Das hebe ich mal auf. Magic Fingers Pay-to-Win? Aber ich habe nichts mehr, um zu payen. Schweige denn, um zu gewinnen. Hätte ich einen Kompass mitnehmen sollen. Keine Ahnung. Aber ich habe es mal gemacht, einfach bloß, damit ich es gekauft habe, weil wenn ich es gekauft habe, dann habe ich es zumindest einmal besessen. Das heißt, es landet in meiner 100% Chance Dingsbums. Schade, hätte ja ein Geheimraum sein können. Ich meine, das Geld sollte ich vielleicht mitnehmen. Für zukünftige Shops. So, hier kann ja gar kein Geheimraum sein. Na, immerhin Eternal Life, ne? Ist ja auch was. So, weiter. Oh Gott, unsere Herzen werden verschlungen. Ja, schön immer im Blut stehen, da wo ich euch töten kann. Eigentlich kann ich ihm ja auch mal ein bisschen Leben spenden. Wir sind ja recht schnell dabei, wieder Herzen zu kriegen. Deswegen lohnt sich das eigentlich mit Maggie. Jetzt gerade sind wir auf einem Tiefpunkt, da will ich das eigentlich nicht. Ja, jetzt brauchen wir nämlich wieder Herzen, bevor es unsere Spirit Hearts frisst. Au. Ach, ich hatte keinen Holy Mantle mehr. Ups. War natürlich dann nicht so clever. Ah. Na gut. Ich nehme es mit. Weil die Fliegen, die bringen es gerade irgendwie nicht. Oh. I'll be back. Das mache ich. Ist mir egal, auch wenn wir jetzt wieder Lebensmangel haben. Und vielleicht ein halbes Spirit Heart verlieren. Sehr wahrscheinlich ein halbes Spirit Heart verlieren. Ihr wollt Stress, den könnt ihr haben. Na komm. Ich hab keine Angst vor euch. Vom Pfoten habe ich auch keine Angst. Okay, vielleicht ein bisschen.
Blood Money. Stimmt, jetzt muss ich den Devil Deal nur noch mit Geld bezahlen, nicht mehr mit Blut. Ist auch etwas. Hätte zwar lieber ein Guppy-Item gehabt, aber ja, man kann ja nicht alles haben. Stimmt, der eine gehört ja gar nicht dazu. Der ist ja gar keine solche Steinstatue. Will ich eigentlich nicht. Oh. Oh, nee. Bezahl jetzt die Shops mit Leben. Ja gut, ich nehme die Treasure Map mit. Dann war das vielleicht nicht unbedingt der beste Deal, den ich landen konnte. Aber gut, ist jetzt halt so. Dann brauche ich aber auch den Counterfeit Penny nicht mehr. Dann nehme ich tatsächlich Mom's Pearl mit. Mom's Pearl macht, dass eine Wahrscheinlichkeit immer, wenn ein Herz droppt ist, dass es eigentlich ein Spirit Heart ist. Das ist eigentlich, dass es ein Spirit Heart ist. Genau. Und dann habe ich hier nämlich mit den halben Herzen vielleicht mal die Chance, meine Spirit Hearts wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, das war doch gut. Die gebe ich dann wieder im Shop aus. Als ich da eins drauf gekriegt habe. Noch irgendwas Besonderes? Eine Arcade. League Battler. Oh, ein Damage Up. Yes. The Mark. Ja, da hat sich's doch gelohnt, ihm ein bisschen was zu spenden. Dann machen wir sogar mal Schaden hier. Selber und nicht nur mit dem Brain. Ich hasse Homing Tears bei Gegnern. Vor dem Boss gehe ich, glaube ich, nochmal zu dem Dingshändler. Zu dem Spinnen- und Fliegenhändler. Also Bettler, meine ich.
Wenn es sehr zuvorkommt, dass er nicht direkt unsere Rotten Hearts frisst. Sondern erstmal die anderen. Hilft halt auf Dauer nicht. Da muss ich mich jetzt reinstürzen, dass unsere Rotten Hearts am Leben bleiben. Small finde ich gut. Sacrificial Altar. Okay, ich habe jetzt irgendwas geopfert und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich geopfert habe. Aber es hat uns gute Items gegeben, also habe ich es, glaube ich, ganz gern geopfert. Oh, da bin ich reingerannt. Ja, gut. Dumm von mir. Dumm von mir. Au. Für ein rotes Herz kann ich die Treasure Map haben. Ja. Mach ich. Ja, jetzt frisst es halt unsere Rotten Hearts. Ist halt jetzt so. Ah ne, es frisst erst die anderen Herzen. Das finde ich gut. Dass es immer erst alle anderen Herzen frisst. Sollte vielleicht auch zum Super Secret gehen. Der hat schließlich auch wieder Sachen. Sollte man nicht unterschätzen, die Dinger. Das war nicht mein Blut. Frecher. Das ist frech. Dass die aber auch nicht aufhören zu schießen, ne? So, was bist du? Speed up. Drowsy, Luck up, Speed up, nochmal ein Drowsy, aktiviere ich auch. Ja. Den finde ich gut, der macht glaube ich auch unser Leben wieder voll. Ne, macht er nicht. Schade. Jetzt haben wir sogar schon einen Schaden von 6. Jetzt geht's bergauf wieder. Ach, kann es sein, dass ich eins unserer Items geopfert habe dafür? Weil unser Bob's Brain ist weg. Ich glaube, ich hab Bob's Brain geopfert. Aber das ist okay. Ich würde jederzeit Bob's Brain in diesen Altar verfüttern. Ich habe wahrscheinlich noch irgendein anderes Item verloren, aber das ist auch in Ordnung. Das hat sie auch teuer bezahlt, die Alte. So, wir brauchten noch The Lamp. Und jetzt gucken wir mal Duality. Ja, komm. You feel very balanced, ja. Ist jetzt nicht das geilste Item, aber... Stimmt, der kann ja nichts. Ist ja der Engel, der nichts kann. Au. Ich nehme alles zurück. Und eigentlich ist ja die Wese hinter ihm bleiben, dann kann er einem nichts. So. Weiter geht's. Oh. Ah, aber hier darf ich jetzt mit Geld bezahlen.
Da ich sowieso Duality hab, nehme ich jetzt den Hairball noch mit. Okay, das heißt, die Shops, in denen ich sonst immer mit Leben bezahlt habe, in denen ich sonst immer mit Geld bezahlt habe, die machen jetzt, die verlangen jetzt Leben von mir. Und die, in denen ich Leben bezahlen musste, verlangen jetzt Geld. Ja, das ist eigentlich ganz okay. Ihr könnt doch eh nichts. Ihr Pins. Pins sind nur beim Bowling gut und selbst da haut man so um. Oh, ich kann nicht fliegen. Ja, hier ist es ein großes Problem, weil ich sehe unser Leben nicht. Das heißt, es kann sein, dass ich sogar schon unsere Rotten Hearts verloren habe. Nicht beide, das glaube ich nicht, aber es kann sein, dass wir eins verloren haben. Man sieht es halt so schlecht. Ja. Weil wir irgendwie derzeit sehr, sehr oft den Fluch haben, dass wir nichts sehen. Ja. Das war ein Spirit Heart, aber derzeit haben wir volles Leben, das ist gut. Was ist eigentlich gerade Little Horned? Hat er sich verabschiedet? Oder hatten wir überhaupt ein Little Horned oder war das die ganze Zeit Delirium? Los, Delirium, kümmere dich drum. Dann bin ich da überhaupt reingegangen? Ich wusste ja, dass da nichts ist. Hier unten dürfte dann wahrscheinlich der Bossgegner sein. Ja, den Kompass konnten wir uns ja leider nicht leisten. Okay, hier haben wir zumindest einen Herzvorrat. Was uns nicht viel bringt, weil ich nicht weiß, wie viel wir haben. Eine Cursed Dice. Ich mag die Cursed Items nicht. Keins davon. Komm, ich will zumindest einen von euch mal platt haben, da ich mich auf den anderen konzentrieren kann. Okay. Das war nicht der mit dem höheren Schaden, glaube ich. So. Leben mal wieder voll gemacht. Range und Luck hoch und vor allen Dingen Dings hoch. Spirit Heart. Ja, weil wir haben ein paar Spirit Hearts, glaube ich, schon verloren. Wir nicht unbedingt hätten verlieren müssen. Jetzt haben wir Little Hush. Braucht keine Sau. Er hätte sich ruhig in was Nützlicheres verwandeln können. Mehr Glück. Wir haben Drowsy. Und was bist du? Mehr Gier.
Gier nimmt einfach kein Ende. Ist ja wie beim Wohnungsmarkt. So. Ja, ist halt die Frage, ne? Es kann links oder rechts sein. Wir gehen erstmal hier links. Fliegen kümmern sich drum. Hätte auch direkt nach oben gehen können. Muss auch gleich das hier am Halt wieder zünden. Geht mir auf den Keks. So. Sterbt mal alle. Haben wir so eine Frage. Wie seid ihr eigentlich ins neue Jahr gekommen? Ich weiß, der Part ist jetzt schon relativ lang. Aber ich kann ja trotzdem auch ein bisschen verspätet fragen. Wie seid ihr im neuen Jahr angekommen? Ich hoffe doch gut. Ich habe den Holy Mantle eigentlich permanent. Da ist es eigentlich wurscht. Ist klar, nehmen wir den Super Secret jetzt nicht mit. Habe ich keinen Bock nochmal zurückzulatschen für. Wie viele von den Viechern wollen denn noch nachspawnen? Isaac ist da leider keine valide Antwort. Also kannst du dich bitte in was Anständiges verwandeln? Irgendwas, was Mom umbringt. Weil wir verlieren gleich unsere unsere Rotten Hearts. Du hast dich leider in was nicht ganz so Tolles verwandelt. Okay, Eclipse ist weg. Nehmen den Devil Deal. Ah, fuck. Hätte ich mal lieber nicht genommen. Oh. Hätte ich doch lieber den. Obwohl. Scheiß drauf, wir nehmen Gimpy mit. Kaufen können wir es eh. Ja, nee, ich hätte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte den Angel Deal nehmen sollen. Ich habe halt gehofft, es ist ein Guppy-Item drin. Egal welches. Weil ihr kennt die Devise. Guppy-Item gleich gutes Item. Und die Rechnung geht auf. Könnt ihr mir glauben. Weil wenn wir jetzt Guppy geworden wären, dann wäre die Sache mit Lamp gegessen. Ehrlich, das wäre morgen mein Mittagessen gewesen. Aber ist halt nicht. Hier rüber. Mehr keine Spirit Hearts, die wir gerade verlieren können, daher ist mir das egal. Jetzt erstmal das Schießefeuer ausmachen. Das ist das Gefährliche hier dran an diesem Raum. Es ist mir wurscht. Ah,
was bist du? Jetzt mal ein Guppy-Item. Das wäre schön gewesen. Dass wir nicht zu Yes Mother werden, sondern zu Hallo Guppy. Bitte sagt mir, es gucken auch weitere Animaniacs-Fans zu. Oh fuck, das hat uns gerade alles gekostet. Aus, Familie, Geld, alles. Böser Tod. So. Wo ist Satan? Oh, das wird nicht gut. Das wird sowas von nicht gut. So. Wenn unser Spacebar-Item leer ist, haben wir einen Boost. Ja. Machen wir. Es war eigentlich doof, hier reinzugehen. Weil jetzt ist unser Spacebar-Item nicht mehr leer. Weil ich wollte das Herz nochmal voll machen. Aber dafür verlieren wir jetzt alles Leben, was wir auf dem Weg dahin gesammelt haben. Ist auch doof. Ja, es war blöd. Na gut. Oh, der ist gut. Der ist sehr gut. Guter Delirium. Oh nein, er hat sich wieder verwandelt. Nicht mehr so guter Delirium. Das ist schön verängstigen. Auf. Ich muss gleich unser zweites Yamhart ziehen. Obwohl, noch geht's. Wenn ich das zweite Yamhart ziehe, werden wir wieder stärker. Dann ist wieder die Batterie leer. Nee, wir werden dadurch nicht stärker. Es muss wirklich unser Spacebar-Item sein. Nicht unser Q-Item. Ja. Okay, den Hammer. Wir gehen in die Chest. Haben wir noch genug Geld, um uns in der Chest ein Guppy-Item zu kaufen? Ich hoffe ja. Oh, und er bietet keins an. Das finde ich ja mehr als frech. Das ist so ein Raum mit einem guten Delirium, kann man hier alles gewinnen. Aber man kann auch so alles gewinnen, weil die sind nicht so sonderlich stark. Und wenn man viel chaotisch rumläuft, geht's. Aber ein guter Delirium macht das trotzdem recht schnell. Wenn man zum Beispiel so ein Meat Boy, ist ja meine Lieblingsfamilie. Wenn man den hat, ist die Sache da eigentlich geklärt. Good on Touch, warum nicht? Magneto, oh, okay.
Jetzt kommen wir mal in die Herzen zu uns. Schon mal ein Fortschritt. Okay, den haben wir. Au. Versuch die ganze Zeit so zu laufen, dass unser... Hairball in ihn reinschwingt. Damit er mehr Schaden macht. Oh Gott. Ich meine, ich finde es toll, dass hier so viele Herzen droppen. Aber war mir doch gerade ein bisschen zu hektisch. Und ich finde, es könnten auch ruhig mehr Chests erscheinen. Der Darkroom hat zu wenig Kisten. Sorry. Bob's Curse, ja, und Bumpfriend, he's greedy. Jetzt brauche ich eh kein Geld mehr. Au. Oh. Das tut doch weh. Oh. Keine Manieren, die Leute hier. Okay. Lamp platt machen. Ja, was so? Haben wir zumindest Lamp geschafft. Ist auch wieder Fortschritt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Achso, stimmt. Ich kann ja Strength aktivieren. Da sind wir nochmal ein Stück stärker. So. Der Körper ist tot, fehlt nur noch der Kopf. Holy Crown. Haben wir jetzt freigeschaltet. Die heilige Krone. Nee, wir machen keinen Victory Lap. Und wir haben es geschafft, Leute. Hab versehentlich M gedrückt. So, wir haben es geschafft. Mit Maggie auch einen Schritt näher an der Vollendung. Gut, Leute. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben. Ihr wisst, über solche Sachen freue ich mich enorm. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.